Hallo Leute, wir sind hier für euch auf der Gamescom 2014, um ja, die geilsten Spiele dieses Jahr anzutesten. Upload hat frühzeitigen Eintritt hier am Pressetag und ja, ich glaube, wir legen los, bevor es hier voll wird. Auf geht's! Hallo Upload, ich bin Loki Jimmy B und ich stehe mit Jan Klose, dem Creative Director von Lords of the Fallen, und wir werden jetzt mal schauen, was er uns so zum Spiel verraten wird. Wir haben einen festgelegten Hauptcharakter, den man zwar stark verändern kann, aber wir erleben seine Geschichte. Im Grunde genommen geht das Ganze aber los viele tausend Jahre zuvor, als ein großer Konflikt zwischen den Menschen und ihrem Gott in dieser Welt stattgefunden hat, den sie dann besiegt haben. Wie sieht es denn mit der Customization so allgemein dann aus? Also was erwartet uns da? Also da haben wir einen riesengroßen Schwerpunkt drauf gelegt, weil wir eigentlich wollen, dass jeder das Spiel so spielen kann, wie es selber am liebsten spielt. Man kann mutig und tollkühn spielen und sich sofort nach vorne in die Schlacht werfen. Dafür wird man belohnt, muss man aber nicht. Man kann auch ein bisschen vorsichtig spielen, zurückhalten, kann zu Speicherpunkten gehen, die wir versucht haben, sehr fair zu verteilen, kann da sein Spiel abspeichern. Das hat auch nicht irgendwie negative Effekte oder so, aber wir wollten auf keinen Fall irgendwie was von der Schwierigkeit oder von der Herausforderung der Kämpfe und der Duelle in dem Spiel nehmen. Es gibt einen Weg, wie sie funktionieren, es gibt viele Wege, wie man als Spieler sie lösen kann. Das Spiel war wirklich sehr geil und jetzt geht's weiter über die Gamescom. Ja, jetzt geht's gleich los. Eine kleine Lasertag, also. Ja. Ist like. Wie gewinnt. Starkes Spiel, die Jungs haben uns fertig gemacht. Das war's von unserer Seite heute. Wir haben den ersten Gamescom-Tag hinter uns gebracht, haben viele geile Spiele antesten dürfen und ja, hatten ganz viel Spaß. Wir hoffen natürlich, dass ihr den Official Upload Channel folgt und ja, weiter auf dem Laufenden bleibt.